Pizza haben wir nicht. Ja, richtig, Wölfe. Wölfe haben Zeug dabei. Ach, der geht jetzt nach hinten. Natürlich geht jetzt da hinten hin. Nee. Ach, was denn auch sonst? Boah, ist das erste Mal, wie ich bin, hat er mir die Scheiße noch nicht erzählt. Ja, wieso hältst du denn da jetzt an? Also. Das ist einfach nur eine komische Position zu fahren. Ich dachte, das wäre hier schon da irgendwas. Okay, dann wieder halbwegs Mana. Schwarzer Wolf, junger Wolf, ja. Wölfe sind jetzt kein Problem, ne? Das sind eher die Sachen, die sonst da rumeiern. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Upsala. Nix auf Castro werfen, der hält doch nicht mehr so viel aus. Und meine guten Heiltränke kann ich ihm nicht geben, die brauche ich selbst. Um wieder nicht zu benutzen. Das ist hier auch nur wieder so ein bisschen. Bisschen Unkrautsmüll, Dreckszeug. Ich sollte mal kohärente Sätze bilden. Oh, Kronstöcke. Das nehme ich natürlich gerne mit. Was haben wir hier noch so? Ich mache mal Magie an. Höre ich Goblins oder bilde ich mir das wieder nur ein? Beides. Ich höre eingebildete Goblins. Irgendwas stimmt auch mit dem Wasser hier nicht. Bitte warten Sie mal, ich muss hier noch einen Wolf töten. Einen. Bin nicht ganz sicher, was hier falsch läuft, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Gegner so viele Probleme im Wasser hatten. Hatten sie auch bisher auch immer nicht, oder? Details. Details. Mein Mana regeneriert sich, nachdem es einfach mal leer war. Vielleicht ist es auch einfach übergelaufen. Nee, wenn Maximum, dann plus 1 und dann setzt man auf 0. Ich sehe eine gelbe Höhle. Gut. Und ich muss sagen, bei der Gegnermenge verstehe ich auch, warum sich Mana hier regeneriert. Das ist ja sonst überhaupt keine Chance. Müsstest du ja Tränke ohne Ende ballern oder dich permanent zurücklaufen. Nichts zu plündern. Oder nicht doch irgendwo ein Wolf? Ja, passt schon so ungefähr, würde ich sagen. Jetzt nochmal hoch. Auch immer es da nochmal hingeht, hey, hey. Ist noch so viel zu erkunden. Vielleicht gehe ich da später hin. Vielleicht teleportiere ich mich vorher nochmal zur Mine und. Ach, das ist eine irre Magier. Ach! Hör mir auf, hatte ich schon das Sorgen. Ich habe schon Angst gehabt, was kommt da jetzt schon wieder für ein Zeug angerannt?
Aber das ist nur der verrückte Magier. Der ist bestimmt total harmlos. Mein Gespür hat mich nicht im Stich gelassen. Ich bin beeindruckt. Ich hätte erwartet, dass das voll nach hinten losgeht. Es versteht sich natürlich von selbst, dass du nun erstmal in der Höhle nach dem Rechten siehst, während ich hier Wache halte. Das war ja klar. Komm wieder, wenn sich in der Höhle nichts mehr bewegt. Immer was sagen, die Höhle ist sauber und dann läuft er vielleicht rein und stirbt. Was machen denn Gelbe? Was könnte Gelb denn machen? Gelb, was habe ich denn noch nicht? Ich habe Stärke, Geschick, Mana, Lebenspunkte. Ein- oder zweihändiger Kampf könnte es verbessern. Dann hört es aber auch schon auf. Ach, jetzt hat er sich wieder... Jetzt ist er plötzlich wieder geheilt. Castor, bleibst du mal stehen, wenn ich das hier säubern soll, ohne dass du reingehst. So, muss mal kurz hier draußen um. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Wahrscheinlich habe ich jetzt den ultimativen Ring hinten in der Ecke. Einfach mal so einen supermächtigen Gegenstand direkt am Anfang. Verstecken Sturmkristall, was ist das denn? Klingt nach Wind, hä? Es gibt keinen Windskill. Einfach mal supermächtiges Artefakt am Anfang deines Spiels verstecken. Es ist einfach so ganz entspannt irgendwo in die Ecke legen. Soll ich mir vielleicht solche Sachen mal aufschreiben? Einfach mal machen. So total ins letzte Ecke drückt. Wo sich jeder schon gedacht hat, ja, da gehe ich nicht mehr hin, das lohnt sich ja nicht. Und dann... Ich will mal treffen lassen, du scheiß Drecksding. Ihr scheiß Drecksdinger. Ist doch nicht wahr. Zu treffen ist so ein wenig eine Sache für sich. Nee. Bisschen schwierig. So nur mäßig. Problematisch. Magie ist gegen die auch nur so mäßig erfolgreich. Komm, lass dich treffen, du. Das ist wie so eine scheiß Mücke, die einen da nachts, wenn man trifft die halt auch nicht. Danke. Wie so eine Mücke, wenn du nachts schlafen willst, dann hörst du nicht zu holen. Dann musst du die fangen und du kriegst sie nicht, weil du sie nicht siehst und dann eiert sie rum und ach. Und bist du? Du bist auch noch. Du steckst da. Ach, geil. Wie scheiße kann man denn bitte schön feststecken? Feuerball funktioniert gegen die, okay. Dann ist ja alles gut. Scheint nur immun gegen Eis zu sein, so. Ja, easy. Das ist ja gar kein Problem, nicht? Jetzt nur noch die
Bitte fall nicht durch den Boden, ich muss sie noch töten. Nicht zu holen. Ich bin sicher, das wird hier nicht passieren. Hier ist alles tiptop programmiert, aber... Nee, ist es nicht. Das war das Hauptspiel schon nicht und... Die Mod hier wird das nicht verbessert haben. Oder was heißt, ich weiß ja, dass ich mindestens schon an einem Ort reproduzierbar durch den Boden fallen kann. Also von daher... So, habe ich hier alles? Oder liegt da noch irgendwas rum? Nee, gut. Aber wieso denn mein Mana jetzt nicht mehr aufgeladen? 2 von 111. Es glitzert noch mehr in der Höhle, weil ich alles getötet habe. Oh, Moment, komme ich da ran? Oder ist das unmöglich? Ich komme da ran, ja, geil. Sonst noch was? Ja, hier ist noch mehr. Habe ich das in den anderen Höhlen? Weiß ich nicht. Möglicherweise habe ich das in den anderen Höhlen nicht mitgenommen, was an der Decke hing. Scheiße. Hängt hier noch was an der Decke, wenn ich schon gerade nachgucken gehe? Ja, in der Tat. Da hängt noch was an der Decke. Hallo, die Höhle ist sauber. Die Höhle ist sauber. Ausgezeichnet. Überaus interessant. Das ist wirklich faszinierend. Ich nehme an, du brauchst ein bisschen Zeit? In der Tat. Du solltest dich in der Turmruine aufs Ohr legen und morgen wiederkommen. Okay. Ach, deswegen, damit man jetzt einfach zurück zur Ruine gehen kann und dann ist auch gut. Hoffentlich, vielleicht, wahrscheinlich nicht. Aber ich habe eh keine Bahn mehr, also muss ich mich jetzt mehr oder weniger hinlegen. Also ich muss nicht, aber zu Nagi ohne Mana rumlaufen ist halt nicht so geil. Okay, aber erstmal laufen wir hier noch so ein bisschen unbeholfen rum. Wir haben ja aufgeräumt. Ich hoffe, ausreichend intensiv. Und da lädt sich mein Mana schon wieder auf. Alles gut. Ich weiß nicht, warum es in diesem einen Abschnitt dann nicht mehr macht, aber... Ich höre irgendwo... Aber es ist nicht hier oben, ne? Wenn, dann ist es irgendwo da unten. Und die kommen nicht... Lurker können nicht hochkommen. Die können nicht springen, die können nicht fliegen, die können gar nichts mehr. Das sind so die frühen nervigen Gegner und später halt einfach nur noch, ja. So, apropos Gegner. Ich scroll wieder an den Pilzen vorbei. Ja, reicht noch nicht. Es sind noch 37 Pilze, die ich brauche. Ach. Kriege ich jetzt so viele Pilze auf einmal hin? Ich habe schon aber jetzt mal einen guten Bündel gefunden. Wir gehen mal Magie im Anschlag hier noch mal ein bisschen rum. Um festzustellen, dass sich hier nichts befindet. Okay. Auch schön. Meint ihr jetzt wirklich, muss ich mich hier bis morgen hinlegen? So morgen. Oder einfach nur hinlegen, wahrscheinlich morgen. Also bis Tag 49 nehme ich an. Da
ist nichts zu holen. Gut, jetzt hoffe ich mal, dass mein Mana nicht wieder verschwindet. Weil wenn, dann muss ich mich jetzt gleich irgendwie wieder zurückziehen. Wenn nicht, dann kann ich hier nochmal aufräumen. Der Teleportwürfel ist ja aktiv geworden. Okay, wo geht's denn da hin? Achso, ich bin da noch nicht hingehen. Ach, du mich auch. Ich bin kein Freund davon, wenn einem Spieler das einfach so grundlos verbieten. Es gibt nicht mal eine Erklärung, warum. Konnte ich nicht in das Eisgebiet? Das sieht so ein bisschen nach... Achso, ist wahrscheinlich questrelevant und die hatten keinen Bock, das irgendwie so zu skripten, dass man... Ja, ich verstehe schon. Da hatten sie wahrscheinlich einfach keinen Bock zu... Dann haben wir die Faust aller Möglichkeiten genommen. Nein, du kannst da nicht hingehen. Nicht, weil es irgendwie blockiert wäre oder so, sondern weil du einfach nicht hingehen kannst. Also du könntest schon hingehen, aber der Charakter dreht halt einfach wieder um. Kein großer Freund von. Hat sich fast schon gelohnt, die ganzen Pflanzen hier mitzunehmen. Ich mag Gegner sind hier. Bin nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, aber es ist. Wir können uns darauf einigen, es ist. Und das nicht anders. Aber ich würde sagen, damit ich wieder Gesundheit habe, schlafen wir hier doch nochmal. Bis zum Nachmittag schlafen. Ja, danke. Ich habe Mana voll. Bleibt doch voll. Wie soll ich denn eben kein Mana voll? Hä? Hey? So, Frage, gehen wir jetzt da hinten weiter oder gehen wir zurück? Lass mal hinten weitermachen. Wenn wir schon hier hinten sind, lass mal hinten auch weitermachen. Oh, Pilze. Aber das sind nur die uninteressanten großen Pilze. Ich brauche die kleinen. Die kleinen Pilze brauche ich. Die kleinen Pilze bräuchte ich doch. Das war genau das, was wollte ich jetzt. Okay, wir können da unten runter springen. Das wollen wir mal nicht. Wir wollen dem Pfad da nach oben folgen, wo auch immer der hingeht. Und dann hoffen wir, dass der uns nicht umbringt. So viele Gegner sind ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Ich habe... Das meiste ja schon erledigt, denke ich. Nee, wahrscheinlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie weit das Gebiet hier noch geht. Das ist auch das Schlimme. Das ist auch noch mal eine Position, okay. Da fuck. Wow. Hier hält mein Mana auch nicht mehr. Na geil. Ja, danke, Spiel. Finde ich jetzt nicht so geil. Oder haben wir noch eine Höhle? Ich muss sagen, diese Teleports sind ein bisschen komisch gesetzt, stellenweise. Hätte ich mir vielleicht doch lieber Teleportsteine gewünscht. Irre Magier. Ich war hier noch nicht. Also der Magier war schon hier. Ist hier. Hey. Okay, aber was ist denn hier noch?
Ja, wohl ein bisschen mehr sein als nur Kristalle, die ich nicht mitnehmen kann. Ein paar Pilze, der Magier und ein paar Minecrawler, oder? Mole Rat. Noch mehr Kristalle. Bin ich jetzt so früh? Also ist das, nachdem der Höhle unten untersucht hat, kommt er hier hoch? Möglich wäre es. Aber ich kann hier keine Kristalle mitnehmen, das ist merkwürdig. Dies ist merkwürdig. Ob. Ich muss doch mal zurück zur Mine vielleicht, um was auch immer da zu fressen. Den Eintopf da mal zu bekommen. Keine Ahnung, wofür der gut ist, aber hey. Oh, da ist noch ein Krieger dabei. Gut. Problem gelöst mit dem Krieger. Nein. Scheiß Gelände hier. Gelände. Ja, doch Gelände. Ich habe nicht Geländer gesagt. Ich habe schon Gelände gesagt. Das ist einfach nicht geil, wenn man plötzlich runterrutscht. Und wieso heile ich denn hier meinen Mana nicht mehr? Hier sind doch so viele Kristalle. Müsste doch extra viel Mana heilen. Aber scheinbar so gar nicht. Noch 51 Mana, das reicht nicht mehr lange.